Ein Hallo von mir, herzlich willkommen von Aram Charles. Ich begrüße euch zu einem Steropes Guide und zwar zu der Quest der Blitzbringer. Hier bekommen wir die Aufgabe und zwar finde und töte Steropes. Wenn ihr die Aufgabe angenommen habt, dann wird sie euch auch auf der Karte angezeigt. Das ist eben dann hier beim verlassenen Wald. Wenn ihr soweit in der Quest seid, könnt ihr euch direkt dorthin porten. Und östlich davon ist eben Steropes Bucht. Hier müsst ihr dann Steropes suchen. Das könnt ihr natürlich eben mit euren Adler machen. Hier habt ihr dann überhaupt kein Problem, Steropes zu finden. Steropes selbst, der bewegt sich innerhalb dieses Wasserfeldes. Wenn ihr hier hinaustretet, dann beginnt der Kampf wieder von vorne. Bleibt also in dem Wasser drinnen, um nicht den Boss zu resetten. Bei dem Boss selbst gibt es eigentlich nicht wirklich viele schwierige Sachen zu sagen. Er selbst wird nur schwingen, das heißt guckt, was er macht. Er wird eben seinen Hammer einmal so, seine Keule einmal so um sich herum schwingen. Ebenso macht er im Wasser so Art Vibrationen, so Art Erdbeben, hier dann eben vor ihm weg, seitlich stellen, um diesen Schaden einfach zu entgehen. Bei Steropes selbst die Taktik bei mir war einfach, ja, auf sein Auge natürlich zu zielen. Hier ist er natürlich auch sehr verwundbar, sobald ihn die Knie geht zu attackieren. Ich selbst verwende hier ein Set mit sehr viel Brandschaden, wie man sieht, das Set sehen wir uns gleich noch im Anschluss an. Der Kampf selber nicht wirklich schwierig, das heißt, passt einfach auf eure Gesundheit, kloppt den Gegner halt so weit runter wie geht. Und wenn ihr alles richtig gemacht habt, dann habt ihr Steropes, der Blitzbringer, down, bekommt hier auch einen Erfolg. Als Belohnung bekommt ihr einen legendären Bogen, hier den Bogen der Sterope, plus 15% Jägerschaden, plus 10% Schaden bei aufgeladenen Angriffen mit dem Bogen und plus 20% Gesundheit und Rüstung. Ich selbst blende euch jetzt mein Set ein. Wie gesagt, ich habe hier relativ viel Feuerschaden darauf. Das heißt hier, ich habe das Set des Agamemnon angelegt. Das heißt, ich habe 50% Brandrate. Und die Waffen, die ich verwende, in dem Fall eben mein Atlantis-Klinge, ein Dolch. Hier habe ich noch Waffenschaden, wird zu Feuerschaden drauf. Und so sieht man eben, genauso wie auf meinem Bogen, wo ich nur Brandpfeile verschieße, dass ich eben mein Set komplett auf Feuerschaden ausgerichtet habe. Ich hoffe, dieser Kurzguide hilft euch weiter. Ich würde mich um Kommentare, Like und natürlich ein Abo freuen und somit ein Tschüss von mir. Bis zum nächsten Mal.